Es wird geballert. Heute gehen wir raus. Mann, es ist so ein Monster. Nicht schlecht für 6 Wiederholungen, oder? Persönlicher Rekord. Der Typ hat eine Macke und deswegen ist er auch so stark. Ich mache auf jeden Fall nachher 2,50, 6 Wiederholungen. Zieh jetzt mal! Sportfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das hier ist der Koray Yalcin. Koray hat mich angeschrieben und gesagt, Johannes, hast du morgen Zeit für Training? Bei mir ist Heben dran. Ich sage, na ja gut, lasse ich mich drauf ein und habe mir gedacht, ich zeige euch mal da draußen, wie dieses alte Kraftschwein trainiert, wo er seine Power herholt. Und wir sind jetzt bei 200 Kilo angelangt, haben uns warm gemacht. Natürlich komme ich bei Koray ums Kreuzheben nicht drum rum. Ja, heute wird schwer trainiert. Heute wird schwer trainiert? Wer hätte das gedacht? Ich fange mal an, ich mache meinen ersten Satz mit 200 Kilo. Let's go. Dreier Wiederholung oder wie machst du es? Wir machen Dreier. Die erste war am schönsten. Und jetzt könnt ihr mal sehen, wie kurz der Weg von Koray ist, wie der die Scheiße einfach hebt, als wäre es nichts. Letzte war am besten, bei dir war der erste am besten. Ich habe ein bisschen die Spannung verloren. Jetzt gehen wir 10 Kilo Schritten hoch oder wie machst du das? Wir gehen 10er hoch, bis es nicht mehr geht. Bestes Lieber, du wirst ja auch, du kannst doch bis 280 Kilo heben, oder nicht? Conventional bis 270 habe ich mal gehoben, aber mal gucken, was heute geht. Wir müssen dazu sagen, Leute, ich wiege knapp 130, du wiegst 74, 75 genau, Kilo. 23 Jahre jung, der Typ ist einfach nur ein absolutes Ausnahmetalent. Was Kreuzheben angeht, ja. Ja, Kniebeuge bist du auch nicht schwach, im Back bist du auch nicht schwach. Ich mache hier mal ein Infocard für die Videos, falls ihr Koray noch nicht kennen sollte, was ich mir kaum vorstellen kann. Also 210 Kilo, machen wir wieder Dreier jetzt. Ja, let's go. Ja. Koray, ich komme mir bescheuert vor, wenn du sagst stark. Obwohl du das bei der Hälfte dein Körpergewicht noch leichter hast. Mr. Stark, ja gut. Das sind 210 Kilo, hallo? Okay. Mehr als doppeltes Körpergewicht, schon zweieinhalbfaches jetzt. Und das machst du jedes Mal hier im Training so? Ich meine, das werden ja jetzt bestimmt 6, 7 mal 3 oder so, ne? Jede Woche, ja. Also so sieht mein Trainingsplan jede Woche aus. Ja. Und dann einmal die Woche? Einmal die Woche, genau. Aber ich ändere das immer wieder. Sumo, conventional. Also du änderst den Stil des Kreuzhebens, okay, krass. Genau. Muss man auch was mehr drauf haben, aber du hebst im Wettkampf Sumo. Richtig. Haben wir ja gesehen, ne? Video habt ihr hoffentlich auch gesehen. Und dann machst du Rückentraining mal heute noch hinterher, oder was? Nein. Das hat einen separaten Tag. Ich hebe einen Tag lang. Das heißt, eine Stunde bis eineinhalb Stunden Kreuzheben. Nur Kreuzheben? Genau. Ja, das ist ein Muthand auf jeden Fall. Aber ich bin ja Bodybuilder, können wir danach ein bisschen Rückentraining machen? Ja, machen wir. So machen wir ein bisschen Rückentraining machen wir noch, ne? Heute mischen wir alles so. Ja, okay. Genau. Man muss dazu sagen, du arbeitest jetzt im Schichtdienst. Genau. Ich komme gerade vom Frühdienst. Ist eine komplett andere Nummer, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, was hast du verändert? Hast du was verändert im Training? Naja, jetzt nur noch 5-mal die Woche halt, ne? Statt jeden Tag. Was das Essen angeht, halt auch ein bisschen weniger, weil ich habe jetzt 10 Kilo abgenommen. Statt 84 wiege ich 74 Kilo. Aber man muss durch, ne? Man muss durch. Naja, was Gewicht angeht. So. Ja, ja. Heute gehen wir Gas. 220 Kilo auf die Hantel. Go. Ja. So. So. Kennst du die Elefanten von der Sendung mit der Maus? Hört sich ein bisschen so an, ne? Ich bin der Maus. Du bist der Maus, okay? Oh. Oh. Dann müssen wir mal dazu sagen, für die Zuschauer, wenn die das Gewicht so fallen lassen, dann macht man sich nicht unbedingt um die Freundin schon. Ne? Du lässt schon sehr schnell, also... Man hat das Gefühl, als würdest du es noch nach unten werfen. Gut, dass ich Johannes dabei habe, da sagt keiner was. Ja, haben wir Glück gehabt. Du musst dann einfach so sagen, es gibt viele Gyms, in denen du das Gewicht nicht einfach so runterfallen lassen kannst, ja. Fliegst du sofort raus. Ne? Also ja, selbst ja. Ich leg's ein bisschen langsamer unter.
Aber man muss auch dazu sagen, wenn du das Gewicht immer langsam runterlässt, klaut dir das extrem an Regenerationskapazität und Kraft. Das ist noch viel anstrengender. Ja. Für Anfänger würde ich aber zum Beispiel immer sagen, ruhig ein bisschen langsamer runter machen, um die Bewegung besser zu lernen. Auf jeden Fall, ja. Du hast die Bewegung drin, da muss man nichts mehr lernen. lass mich raten, 230 Kilo für 3 Wiederholungen. 230 auf 3, ja. Machen wir jetzt. Ich habe letzte Woche mit Leonidas gehoben zusammen. Aha. Ich schaffe es ja nie, euch beide zusammen irgendwie in Training zu bringen. Aber in den Arbeitszeiten, aber da bin ich tatsächlich bis 240 gegangen. 240? Hatte den ganz guten Tag erwischt, aber es ist erst 6 Tage her. Heute mal mit 250. 250? Ja. Für einen Dreier? Ja. Kennt ihr das Video, in dem ich die 250 nicht geschafft habe? Für mich machst du das schon heute. Nur, ich mache alles, was geht. Und wenn nicht, habe ich gehört, bei YouTube kann man das ja auch ein bisschen tricksen. So. Also ich mache auf jeden Fall nachher 250, 6 Wiederholungen. Auf jeden Fall, das schaffe ich heute. Ich bin ja stark. Jetzt ist gut, komm. Let's go. Komm jetzt, hopp! Ja! Nicht nachdenken, Gott, hopp! Das ist der Transformer. Komm ran! Stark wie du bist, bist du tatsächlich einer der stärksten Kreuzheber Deutschlands. Auf jeden Fall. Bist du ganz vorne mit dabei, Mann. Wir hatten knapp den deutschen Rekord tatsächlich, wa? Bei 285. Ja. 255 kam hoch, 285 kam nicht hoch. Aber du bist weggerutscht mit den Füßen, das war einfach scheiße, ne? Ja. Also, scheiße. 92 kommt eigentlich ganz locker hoch, deswegen. Beim nächsten Wettkampf holst du dir hier. Auf jeden Fall, ja. Ich bin gespannt. Auch heiß darauf eigentlich. Ja? Wenn wir nachher, wie wird denn das eigentlich? Jetzt gehen wir noch langsam hoch und machst du dann mehrere Arbeitssätze mit dem schweren Gewicht? Also sag ich mal so, wir sind ja noch nicht ganz am Limit. Ja, nein, wir gehen jetzt auf 240. Ich würde sagen, gehen wir auf 2 jetzt. Ja, jetzt können wir bei 3 bleiben, oder was? 2 sind langweilig. Okay, machen wir 3. Also ich könnte ja natürlich auch 6 machen. Hopp! Schuss! Einer machst du noch. Frühschicht, ja. Ich habe ihn natürlich nicht abgezogen, weil ich wiege, keine Ahnung, knapp 50 Kilo mehr. Was machst du an so einem Tag, wenn du sagst, du schaffst die Last nicht mehr? Bleibst du dann bei dem Gewicht und machst 2 weiter, oder? Ich gehe jetzt höher, ja. Das war jetzt nicht die Antwort auf meine Frage. Du gehst jetzt höher und versuchst du einer. Einigen, aber 42 oder einer. Machen wir jetzt. 52, einer. Ja, du machst aber 2, weil du... Ich mach... Pass auf. Wir können auch das so machen, damit ich richtig gut dastehe. Dass wir das so. Kameramann. Kann man das so schneiden, dass ich nachher, dass ich 5 Wiederholungen mache? 5 Wiederholungen mit 2,50 einfach? 6 oder mehr? 6 mehr, oder? Ja. Lass uns 5 machen, das ist ja nicht realistisch. Das merken die Leute ja. Ja, ja. Also ich quäle mir eine Wiederholung raus und schneiden wir das so, dass ich 5 mal mit 2,50 gemacht habe, okay? Ja. Gerne. Aber so, dass die Leute das nicht mitkriegen. Ja, das bekommt keiner mit. Ich habe gesehen, das warum ist ja, das bekommt überhaupt keiner mit? Ich habe ja gesehen, das macht der, machen die ja öfter bei YouTube. Ja, ja. Und dann bin ich auch viel mehr wert und ein viel krasserer Typ. Und dann stehe ich auch nicht so doof da. Das gibt Abos. Das gibt richtig viele Abos. Abos, ja. Ja. Cool, Alter. Geil. Ja. Motivation ist da. Wenn der Rücken mitmacht, da haben wir heute richtig gut gehoben. Das sage ich euch, Leute. Vor allem Johannes. Er ist gut drauf heute. Bloß nicht denken, einfach heben. Oh, 5 Stück oder was? 6. Okay. Jetzt gehst du, komm, hopp!
Zieh! Zieh jetzt mal! Zieh! Ja. Jetzt geht's los. Komm! Hopp! Zieh! Zieh jetzt mal! Zieh! Ja. Jetzt geht's los. Komm! Hopp! Zieh! Zieh jetzt mal! Zieh! Ja. Jetzt geht's los. Komm! Hopp! Zieh! Zieh jetzt mal! Zieh! Ja. Jetzt geht's los. Komm! Hopp! Zieh! Zieh jetzt mal! Zieh! Ja. Jetzt geht's los. Komm! Hopp! Zieh! Zieh jetzt mal! Zieh! Ja. Oh ja! Oh! Alter, so gekehrt, ey. Krass. Nicht schlecht für 6 Wiederholungen, oder? Ja. Neuer Rekord, persönlicher Rekord. Ja. War leicht, sehr leicht. Mann, es ist so ein Monster. Ready? Ja. Okay, komm, ran jetzt. Los, kleine Maschine. Komm, mein Tag, du Spieß. Oh, komm schon, ich denke, mache Leben. Ah, fuck. Oh, shit. Ja, du musst ja keine 6 machen, eine reicht doch. Boah. Du wolltest höher gehen? Dann zieh die Scheiße jetzt hoch. Zieh's hoch. Los jetzt! Ran. Du rannst sie. Ja, Mann! Hoch! Zieh! Aber, ey, weißt du, was ich bescheuert finde? Vorher hast du sie kurz angewippt. Ja. Und, weißt du, da würde ich sagen, heute habe ich den türkischen, wie auch immer, abgezogen. Ja, heute richtig, aber richtig. Nicht. Was machst du denn jetzt? Wenn es jetzt im Training so läuft, was machst du jetzt? Wie geht's weiter? Genau, also ich versuche jetzt wieder reinzukommen. Das heißt, ich werde jetzt auf 170 gehen. 170? Genau, okay. Um wieder reinzukommen. Und danach, genau, mal gucken, vielleicht gehen wir nochmal hoch. Gehst du wieder hoch, oder? Dann gehe ich wieder hoch und dann noch ein paar Wiederholungen. Also was auf jeden Fall Sinn daran macht, ist, dass du das Training immer mit einer guten Wiederholung abschließt. Genau, ja. Also man sollte, wirklich mal als Tipp für euch, man sollte nie mit einem Fail abschließen, sondern immer eine gute Wiederholung machen und das damit beenden. Das ist wie wenn du ein Pferd reitest. Genau, nicht aufgeben, wenn du nicht geschafft hast. Nicht aufgeben und vor allen Dingen keinen negativen Input haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Also geht das Spiel jetzt weiter. Ja. Kore macht jetzt 170, 190, wieder 210. Und wo kommen wir dann an wieder? Naja, mal gucken. Mal gucken. Das Chaos-Prinzip. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Prinzip. Unglaublich. Der Typ hat eine Macke. Und deswegen ist er auch so stark. So, Kore hat noch mit 203x5 gemacht. Ist heute ganz schön am Limit. Ja, vielleicht ein bisschen wenig gefrühstückt oder zu wenig geschlafen. Und jetzt sagt er, komm, weighted Pull-Ups. Das Gute ist, ich bin ja weighted quasi. Ich habe ja genug Gewicht dabei, korrekt nicht. Und normalerweise haben wir jetzt das Problem, eigentlich würdest du jetzt ein einzelnes Rückentraining machen. Das heißt, das Kreuz ziehen wir jetzt vorbei. Und du würdest jetzt Rücken beginnen an einem neuen separaten Tag. Würdest du dann auch mit Klimmzügen beginnen? Da bin ich mit Klimmzügen. Okay. Und Rudern machst du irgendwas mit Langhantel oder? Ja. Rudern mit Langhantel, also Freihantel, so gut wie möglich Freihantel, weil Maschinen mache ich das so gerne. Also möglichst Freihantel, vor allem Kurzhantel. Kurzhantel ist ganz gut für Latissimus. Das steigt einem auch beim Bandrücken. Kann ich euch zum Beispiel, genau. Weil der Oberrücken muss, oder prinzipiell Rücken muss beim Bankdrücken auch mit stabilisieren. Aber heute machst du dann quasi einen Kompromiss und sagst, du machst bewusst genau, Maschinen. Erstmal Klimmzüge, ich habe schon seit 6 Wochen habe ich gar nicht mehr gemacht. Ich habe Latzi gemacht. Bodybuilding. Habe ich eine gute Ausrede. Ich habe wirklich jahrelang versucht, mich zu steigern. Das ist mir irgendwie nie wirklich gelungen. Aber mit Core versuche ich auch Klimmzüge. Ja. Kann man das jetzt auch wieder zurechtschneiden irgendwie? Mal so Loops. Mach ich 20 Klimmzüge jetzt. Also schneidest du raus, dass ich gesagt habe, dass ich die nicht kann? Und ja? Okay. Wir können auch Boomerangs machen. Boomerang. Ja. Also jetzt Klimmzüge. Ich mache so 15 bis 20 Kilo Wiederholung. Und nochmal extra Gewicht drauf, weil ich bin einfach extrem stark und deswegen bin ich auch ein viel geilerer Typ, weil ich mehr schaffe. Okay, gut. Ja, los. Let's fucking go. Soll ich anfangen? Ja. Ah.
viel zu leicht. Ich brauche extra Gewicht noch. Bis du mein Gewicht hochziehen musst, musst du noch mal 50 Kilo dranhängen. Das ist einiges, du. Tatsächlich mal 70 Kilo. Nee, 80 habe ich mal hochgezogen. Du das Gewicht? Genau. Also, holy shit, was? Strict Body, das heißt, ohne Schwung oder alles. Hoch oder runter. So wird ein Klimmzüge aussehen. Schönes Ding. Ich hab schon weiter gezählt, davor noch beachtbar. Wie viele Sätze stehen uns denn jetzt bevor, Rohe? Ich mache 4. 4, wenn das machen wir ganz gemütlich und dann gehen wir auf Maschinen so ein bisschen. Aber 4 Sätze mit einem Arbeitsgewicht, weil das war jetzt noch leicht, da bleibst du dabei. Also er geht noch ein bisschen hoch. Ich gehe auch noch ein bisschen hoch im Gewicht. Das zeigen wir jetzt, müssen wir ja nicht mehr zeigen, weil ihr wisst ja, wie krass wir sind. So Leute, der Koray zeigt uns jetzt nochmal, was er wirklich auf dem Kasten hat. 40 Kilo Zusatzgewicht, Klimmzüge. Ich schätze mal so 6, 7 wird er machen. Wenn nicht, können wir das ja noch zurechtschneiden. 2 15 Kilo Scheiben, eine 10er Scheibe. Also mit dir kann ich da nichts aushängen. Let's go! Nummer 1. Auf die durch, 3. Ja, bleib dran, Koray, come on, 5. Pull! Okay. 5 sind es geworden. 40 Kilo plus. Muss man erstmal nachmachen. Wir sind gerade beim Hammerstein-Gerät. Bisschen noch die letztes am Gerätentraining. Also jetzt eine Ruderbewegung? Genau, Ruderbewegung. Haben wir. Wie ist denn das eigentlich bei dir? Normalerweise hättest du im Training, wenn du jetzt separiert hättest, nur Rücken, genau. Ja, mehr Übungen gemacht, ne? Genau, also mindestens so 6. 6 Übungen? Genau. Naja, 6 Übungen? Naja, Rücken hat ja richtig viele Muskulaturen. Ja, ja, aber heute machen wir dann quasi nur 3, bis aufs Kreuzheben. Nein, heute machen wir nur 3, weil wir ja Kreuzheben gemacht haben. Ansonsten, okay. Wie gesagt, wenn ich separat habe, dann... 6 Übungen, also... Mindestens. Mindestens. Okay. Zweimal rudern, zweimal von oben von ziehen. Von oben, von unten. Richtig auf die Fresse. Ja. Das ist ja heute Ringelbeats mit anfassen für dich, oder? Bodybuilding halt, ne? Muss auch sein. Das hätte ich dich gerade eben fast gefragt. Pass mal auf, du bist ja Powerbuilder. Genau. Machst du bewusst auch Bodybuilding-Übungen, wo du sagst, du achtest aus Muskelgefühl? Natürlich. Weil bisher war es nur Funktion. So, du sagst so, natürlich. So hat es auch angefangen bei mir, ne? Also Bodybuilding habe ich angefangen, Powerlifting kam erst später irgendwann. Und dann ist es Powerbuilding geworden. Richtig, ja. Stark und schön sein. Und ich bin ja der Meinung, das ist ihm ganz gut gelungen. Also er ist nicht nur fucking strong, er ist auch noch richtig scheiße gut aussehend. Dankeschön. Okay. Jetzt wird geballert. Viele falsch, weil die Muskeln, die man nicht sieht, die kann man nicht so richtig treffen. So gut ansteuern, genau. Genau. Deswegen, ich empfehle ich euch da draußen, ja, also auf jeden Fall schön auf die, also auf Feeling achten. Schön auf die Muskulatur, schön ziehen, weil ihr könnt die Muskeln nicht sehen, deswegen könnt ihr nicht so richtig treffen. Also nach Gefühl trainieren, wenn ihr Rücken trainiert, ja, an den Maschinen. Also Stichpunkt Muscle-Mind-Connection. Das muss man echt üben. Ja. Ich habe es nice, nach 20 Jahren oder 21 Jahren Training immer noch nicht perfekt drauf. Ja. Entwickle das stets, werde immer besser und ich glaube, das werde ich bis an mein Lebensende immer noch verbessern. Progression ist das Ziel, ne? Von Jahr zu Jahr, von Wettkampfvorbereitung zu Wettkampfvorbereitung, wenn das Fett runtergeht, habe ich das Gefühl, man spürt die Muskeln besser, wenn weniger Speck drauf ist. Ich glaube, kann man jeden Bodybuilder befragen, jeder, der Diät macht, ist wirklich so, als wenn du, ja, wird besser. Also, abspecken. Hilft. Oh. Stretch, Anspruch. Hammer. Wiederholungszahl machst du auch so 10 bis 12 hier, ne? Genau. Aha. Machen wir noch was Schönes, Koray? Du? Oder war es das für heute? Also für mich war es für heute. Okay. Wir machen noch ein paar Sitze. Ja, das ist mir klar. Du bist ja auch ein Kämpfer. Bist ja ein Irrer. Trainierst du dein Trapez eigentlich einzeln? Nee, eigentlich nicht. Aber bei so viel Kreuzheben muss man auch kein Trapez trainieren. Ich würde jetzt noch ein bisschen seitliche Schulter, hintere Schulter trainieren nachher. Okay.
Nur ein bisschen, weil ich lasse dieses Training aus. Ich habe demnächst wieder einen Bankdrückwettkampf. Mhm. Na, egal, wie auch immer. Wenn die Zuschauer auch sehen, vielen Dank für dich, an dich. Ich danke dir, dass du hier warst. Vielen Dank auch an die Zuschauer, Mann. Also, das war ja ein spontaner Treffen. Wenn ihr Bock habt, mehr von Koray zu sehen, was ich mir durchaus vorstellen kann, dann schreibt es in die Kommentare. Hashtag mehr mit Koray. Hashtag the Turkish Beast. Maniac. Turkish Maniac oder so, genau. Vergesst nicht den Daumen. Ach, und ganz wichtig, passt auf, wenn ihr es bis hierher geschafft habt. Wenn ihr den Koray unterstützen wollt, ja, dann schaut mal bei Instagram vorbei. Und wenn ihr eine Bestellung bei Big Zone macht, ich glaube, die haben auch Best-Pro-Produkte, deswegen kann ich euch für die Werbung machen. Wenn ihr eine Bestellung macht, über Big Zone Koray 10 eingeben, richtig? Genau, richtig, ja. Mhm. Dann kriegt ihr 10% und unterstützt den kleinen Koray zusätzlich. Also, wenn ihr Koray-Fans seid, so wie ich, dann Koray 10. Vielen Dank fürs Zuschauen, wir sind raus. Tschüss. Koray hat gerade gesagt, hast du echt gekämpft. Ich muss ja wenigstens eine Wiederholung voll machen, damit wir die Schleife schaffen. Sonst schaffe ich keine 6. Das will ich meinen. Ne?